Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute ist das Mittwochs-Update. Überraschung! Und es gibt die neuen, na danke, dass du mir das zuerst zeigst, die neuen Pechons. Und ich habe mich auf dem polnischen Account eingeloggt, denn ich möchte erstmal hier gucken, wie die sind. Wir fahren als erstes nach Wapinta, weil da ja nur das eine steht. Ich wollte mir eigentlich keins holen, aber der Trailer gestern hat mich komplett überzeugt. Also die Spoiler sahen dagegen irgendwie noch nicht so gut aus. Es stand ja auch, dass das noch nicht das vollendete Pferd ist. Na, jetzt steht hier. Der Schimmel steht hier. Oh mein Gott! Geil! Abwischen! Ich lieb's. Wunderschön. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich habe ja kein Problem damit, mir Pferde doppelt zu kaufen. Hallo, warum bewegt sich das jetzt? Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mir den jetzt hier holen soll oder auf dem Dings drüben, auf dem Deutschen. Oder ob ich mir auf beiden holen soll. Scheiß drauf, komm. Huch, hallo, wer bist du denn? Schauen wir mal. Ich würde da einfach, weil mir jetzt gerade auf die Schnelle nichts Besseres einfällt. Alphabet muss gelernt sein, da ist es. Ihn Apfelkuchen nennen. Aber nicht Cake, sondern Pie. Und dann schauen wir mal, was wir noch finden bei den anderen. Oh mein Gott! Der ist so schön! Ich bin irgendwie zurzeit echt verliebt in die Apfelschimmel. Ich habe keine Ahnung, warum. Genau, und wir gucken jetzt die anderen uns an. Und dann werden wir uns die gekauften oder nur das gekaufte mal sehen, Percheron oder die Percherons, genauer ansehen. Dafür müssen wir erstmal zu sie fahren, weil die stehen bei Marley. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Video ist gerade schon wieder irgendwie so komplett ungeplant und irgendwie einfach nur so schnell daher. Aber ich bin auch gerade voll aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum. Das sind halt auch nur Pferde. Andalusier und echte Andalusier. So. Oh Gott, ich bin gespannt. Ich hoffe, mir kommt jetzt kein Arsch entgegen, der mich spoilert. Das war nur ein fieser Einglück. Und ja, ich besitze hier ein altes Potthühn. Hat er irgendwie Bock drauf? Kommt, so hässlich ist er. Nur auch nicht. Das war Polnisch. Ich kann noch kein Polnisch. So, dann werden die bestimmt hier stehen. Yep. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das ist der wie der Scotland Pony. Und das Ding ist, ich möchte das Scotland Pony halt auch haben noch in der Farbe. Und das ist quasi der große Bruder. Das ist mega nice. Uff. Bei ihm bin ich so noch nicht so ganz warm. Ich weiß nicht. Ich glaube, da brauche ich noch ein paar Anläufe. Das sieht aber auch aus wie das Scotland Pony. Das habe ich auf King Home. Das könnte dann auch der große Bruder sein. Ja, lol, eh. Ja, Schimmel und Rappe halt noch, ne? Ich weiß nicht. Welchen soll ich mir denn holen? Rappe safe King Home. Also, da brauche ich ja nicht lange überlegen. Soll ich mir einfach mal den hier holen? Einfach mal was Neues wagen. Oder vielleicht doch das hier holen und mich mit dem anfreunden. Komm, no risk, no fun. Einfach mal den holen und anfreunden. Nun brauchen wir ja einen Namen. Da bin ich jetzt tatsächlich echt nicht vorbereitet, weil ich jetzt doch irgendwas nehme, was ich im Normalfall nicht nehme, weil es mir eben auf den ersten Blick noch nicht zu 100% gefällt. Ich würde ihn sonst einfach mal nur Guardian nennen. Oh Gott, was ist das heute für ein Video? Sandtape, ich hoffe. Da war ein Zoni. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Oder findet es vielleicht auch amüsant. Amüsierend? Was auch immer. YOLO. Abholen lassen. Ich werde die beiden jetzt schnell einkleiden. Entweder seht ihr das im Schnelldurchlauf oder wir sehen uns dann wieder, wenn ich
beiden euch vorstelle. Dann war es das an dieser Stelle auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe auch, dass ich jetzt alles gezeigt habe und nichts vergessen habe. Das wird ziemlich blöd. Wenn ihr fragt, wie ihr die Gangart hierhin bekommt, müsst ihr einfach die Feststelltaste drücken. Also quasi dieselbe Taste wie beim Connemara. Wie hieß das Pferd? Curly und beim Isländer. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch irgendeine Rasse gab, die das konnte. Auf jeden Fall bei den beiden, das ist genau dieselbe Taste und dann könnt ihr hier so super cool rumtipseln, was auch immer. Sieht auch ziemlich, ziemlich geil aus. Ich bin sehr überzeugt. Ich bin auch von dem, was die Dame da hat, von der Farbe jetzt beim näheren Betrachten, sehr überzeugt gewesen. War also kein Fehlkauf. Ja, auf Kingdom wird dann noch was einziehen. Mal gucken, was genau. Und ja.
Ah, guck mal, da steht der Fuchs. Die hätte sie ihnen genannt Willow, not Wall. Aber sie hat die Friese, die ich mich nicht getraut habe. Ich habe mir Zöpfchen getraut. Da wird mich sowieso schon jeder umbringen. Ah, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, okay. Weil ich ja das Detail am coolsten finde. So, da, geile. Gut, aber das soll es dann heute gewesen sein. ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch, wie gesagt, hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch ein Pecheron gekauft habt, wie ihr es genannt habt, welche Farbe ihr genommen habt und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten Video. Mal schauen. Tschüss!